Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TTL Campus. Und in dieser Folge ist eine kleine Ausnahmefolge. Ich habe es leider nicht geschafft, weiter vorzubereiten für den Typo 3 Integrator. Deswegen so eine Zwischenfolge. Ich hatte einen Kommentar erreicht über YouTube, dass sich jemand gefragt hat, wie er bei den ContentBox einen Data-Prozessor einbauen kann. Und da habe ich mir gedacht, dass ich dazu eine Folge mache. Eine kurze, aber na, besser als keine Folge. Genau, also viel Spaß. Wenn man sich solche Fragen stellt, wie kann ich den Data-Prozessor einbauen, ist es immer eine gute Idee, sich erstmal zu fragen, wie das Inhaltselement, das man denn ja, verändern möchte oder erweitern möchte, aufgebaut ist. Und dazu muss man zwei Informationen wissen oder nur eine, je nachdem, nämlich wie der C-Type ist, die C-Type-Wert, den kann man sich hier einblenden lassen im Backend, wenn man im Install-Tool das Backend auf Debug stellt. Und falls ein Typ von List ist, also ein Frontend-Plugin, dann müsste man noch wissen, was für ein Seed, was für ein List-Type es ist. In diesem Fall ist es ein eigener Seed-Type bei den ContentBox. Da müsstest du nur den Wert nachschauen. Ich habe jetzt hier zwei Beispiele, slavey-first-ContentBlock und slavey-second-ContentBlock. Und dann muss man in der, muss man sich die Frage stellen, wie wurde das gebaut? Und da, dadurch, dass das Rendering hauptsächlich und die Konfiguration natürlich im TypeScript stattfindet bei Typo 3, muss man bei TypeScript auch nachschauen. Man geht hier drauf und geht dann auf den Ansatz bearbeiten, beziehungsweise nein, stimmt nicht, aktives TypeScript würde ich sagen. Und dann klappt man hier Setup auf und muss dann halt sein wiederfinden. Man kann natürlich nach dem C-Type hier suchen, aber die ganzen C-Types sind konfiguriert unterhalb von TT-Content und dann sind die alle aufgelistet und dann muss man halt sein wiederfinden, den man sucht. In meinem Fall ist es slavely-first-contentBlock zum Beispiel. Und dann sieht man, der erbt quasi von libContentBlock, während alle anderen von libContentElement erben. Da muss man schauen, okay, was steckt hinter libContentBlock. Dann geht man hoch, klappt lib auf und guckt sich libContentBlock an und man sieht, es ist auch ein FluidTemplate. Und FluidTemplate hat ein Attribut oder Eigenschaft wie Data Processing, das ist genauso gleich wie ContentElement, weil es auch FluidTemplate ist. Und dann kann man da auch eigene Data-Prozessor dran bauen. Es gibt schon Data-Prozessor, die bestehen von ContentBlocks, aber man kann auch eigene anfügen, so wie hier gezeigt von mir als Beispiel. Und so geht es. Einfach einen Eintrag im TypeScript machen, sich dranhängen an libContentBlock Data Processing. Das kann ich illustrieren in der Beispiel-Extension. Wenn man das hier aufklappt, Configuration, habe ich mir jetzt hier unterhalb von Setup in ContentBlocks TypeScript gemacht und im Setup-TypeScript sage ich auch hier oben, dass einfach alle Dateien unter vom Setup-Ordner eingebunden werden. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal die erste, man schreibt diesen Data-Prozessor direkt unterhalb von libContentBlock zu einer Ziffer, die es noch nicht gibt. Ich habe jetzt mir die 20 ausgesucht. Und dann kann man hier den Namespace-Pfad zu seinem Data-Prozessor angeben und hat dann Data-Prozessor quasi für alle ContentBlocks geschrieben. Und dann macht der Data-Prozessor das, was er eben machen soll. Man kann natürlich auch hier noch auf C-Type Abfragen machen und so weiter. Und ja, kann dann hier noch einfach Prozesse durchlaufen und dann bestimmte Ergebnisse der View zurückspielen, indem einfach ein neuer Index hier aufgemacht wird, wie zum Beispiel bei mir, Data-Prozessor-Stuff. Den kann man dann so in den Template-Dateien von ContentBlocks auch benutzen. Hier bei FirstContentBlock, Source, Frontend und dann kann man das hier so aufrufen. Was nicht geht, dass man Sachen dem Data-Index quasi hinzufügt, weil im Gegensatz zu dem Content-Element, was von FluidTemplate erstellt wird, ist Data hier kein assoziatives Array, sondern ein Objekt und da kann man keine neuen Sachen hinzuschreiben. Deswegen, wenn man was Neues hat, muss man einfach einen neuen Index aufmachen und dann reinschmeißen, was man reinschmeißen möchte. Was ich dann noch als zweiten Beispiel habe, ist, wenn man einen Data-Prozessor nicht für alle ContentBlocks erstellen will, sondern für einen spezifischen, dann kann man auch das hier weglassen und hier einen Data-Processing-Eintrag machen unterhalb von seinem C-Type. Das geht auch und funktioniert genauso. Und dann wird dieser Data-Prozessor eben ausgeführt, wenn dieser ContentBlock gerendert wird im Frontend. Also es ist im Prinzip nichts anderes. Das Geheimnis ist nur, man muss in TypeScript nachschauen, wie das neue Inhaltselement aufgebaut ist. Dann merkt man schnell, es ist von libContentBlock. libContentBlock ist auch FluidTemplate und dann hat man alle Möglichkeiten, die FluidTemplate eben bietet.
unter anderem Dataprozessor anzufügen. Ich hoffe, die Folge hat geholfen. Sie war sehr knapp, weil ja, momentan ich sehr wenig Zeit finde für die YouTube-Videos leider. Ich hoffe, das wird jetzt nächste Woche besser. Ja, und das war schon von mir. Wenn dir die Folge trotzdem gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da und abonniere meinen Kanal. Wenn du Lust hast, in der Extension-Bewegung einzusteigen, dann kann ich dir meine Schulung für T3 Campus empfehlen. Da habe ich jetzt auch ein neues Kapitel für XBase und Fluid, das MVC-Modell, veröffentlicht, wo dann eine kleine Produktdatenbank mit Frontend-Administration geschrieben wird. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit Typo 3.